Hallo, mein Name ist Hans-Ulrich Lobenstein. Ich bin von Beruf Keramikermeister und übe dieses schöne Handwerk seit ca. 30 Jahren aus, womit, glaube ich, schon die zweite Frage beantwortet ist. Ich bin 57 Jahre alt. Begonnen habe ich vor 30 Jahren als Hilfskraft in Gürzke in einem Betrieb. Beweggrund war damals, mich aus meinem Buna-Schichtbetrieb zu entfernen und ja, halt irgendwie was Eigenes zu machen. Das Besondere am Töpferhandwerk ist die enorme Vielfältigkeit der Technik, des Materials, die Kombinationsmöglichkeiten, die vielen. Das macht es besonders. Meine Gefäße werden alle auf der Töpferscheibe freigedreht und da, wo Henkel dran sollen, anschließend gehenkelt, beziehungsweise zum Teil, das ist ein Nacharbeitungsprozess, abgedreht. Die Teller zum Beispiel, damit die etwas glatter an der Unterfläche sind. Ich arbeite im Zweibrandverfahren, also einmal sprühen und dann wird die Glasur noch aufgebrannt. Also die Stücke werden überwiegend in der Selbstvermarktung vertrieben, also auf Töpfermärkten oder ähnlichen Veranstaltungen. Und ich habe also hier am Haus ständig einen Verkaufsraum. Es empfiehlt sich, vorher anzurufen. Also ich führe jetzt das Ofenausnehmen vor. Das ist ein relativ unspektakulärer Handgriff, aber nichtsdestotrotz gehört er ja zum Handwerk dazu. Ne? Ich habe da drüben also die Bretter stehen und nehme jetzt hier die Tassen raus. Dabei achte ich, dass die gleich so stehen, dass sie sich am besten nachbearbeiten lassen. Also ausgießen lassen in dem Fall. Das sind die Dinge, die relativ gleich sind. Davon waren heute 4 Bretter drin. So, wir führen jetzt das Innenglasieren der Tassen vor. Das geht relativ zügig und muss auch zügig, sonst wären die Ergebnisse von Tasse zu Tasse unterschiedlich. Das handhabt jeder Kollege unterschiedlich. In meinem Fall habe ich halt innen und außen unterschiedliche Glasuren. Andere haben innen und außen gleiche Glasuren und tauchen dann ihre Tassen oder Gefäße in diese eine Glasur mit einer sogenannten Glasurzange ein. Im Prinzip ist das alles aufeinander abgestimmt, also die Scherbendichte und die Glasurdichte, sodass das ein relativ konstantes Ergebnis zu erwarten ist. Die meisten Kunden denken, man macht aus dem Glasieren ein Geheimnis. Meine Frauen aus dem Kurs denken das meistens auch. Aber das ist eben immer am Tag dran. Das mache ich gerne bei Tageslicht. Und braucht halt auch eine gewisse Zeit. Und den Rest zurück in den Eimer. Ich positioniere dann die Bretter der Reihe nach auf der sogenannten Dese. Und wenn ich dann mit der Innenglasur durch bin, dann geht es mit der Außenglasur weiter in gleicher Reihenfolge.